Im Vollrausch voll gegen die Wand. Ein 24-jähriger Autofahrer kracht mit seinem Wagen in der Nähe von Bonn gegen eine Mauer. Zwei junge Insassen, die werden dabei schwer verletzt. Ja, und offenbar macht sich ein weiterer aus dem Staub. Der Fahrer, der hat eine Fahne und verhält sich gegenüber dem Beamten aggressiv. Die Blutprobe ergibt dann sage und schreibe 3,52 Promille. Es sollte ein lustiger Abend werden. Er endete in einem schweren Unfall. Vier junge Freunde sind unterwegs, feiern und trinken, auch der Fahrer. In einer Kurve verliert er die Kontrolle und schleudert gegen eine Mauer. Der Crash ist in der ganzen Straße zu hören. Ein Anwohner reagiert sofort. Ich hab einen Knall gehört. Hab ich mir erstmal nichts bei gedacht. Bin runtergegangen an die Haustür. Hab da nur noch Hilfeschreie gehört und Passanten haben geschrien, die brauchen Hilfe. Und bin sofort dahin gelaufen. Der Fahrer schreit herum, ist eingeklemmt vom Airbag, der Schlimmeres verhindern konnte. Neben ihm eine junge Frau, die mit dem Kopf auf dem Armaturenbrett liegt. Ich habe noch eine aus dem Fenster rausgezogen. Die ist dann direkt zusammengeklappt. Die haben wir noch versucht hochzuheben wieder. Ja, und die eine, die saß halt schon auf dem Boden, hatte die Beine angezogen und sagte, ich habe total die Beinschmerzen. Ein Notarzt ist vor Ort. Die beiden jungen Frauen kommen schließlich mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ein weiterer Mitfahrer hat sich offenbar davon gemacht. Der 24-jährige Fahrer war wohl viel zu schnell unterwegs und außerdem richtig betrunken. Das ergab ein Atemtest vor Ort. Der ergab rund 3,5 Promille. Im Anschluss ist dem Mann dann auf einer Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen worden. Und ihm wurde untersagt, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen. Und das Ziel ist, seinen Führerschein sicherzustellen. Der völlig demolierte Wagen wurde abgeschleppt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Gesamtschaden von insgesamt 15.000 Euro entstand.